Hallo liebe Camperfreunde, hier ist der Frank von Up & Down Vanlife und heute soll es um die Frage gehen, Kastenwagen oder Wohnmobil? Ja, wie ihr seht oder auch wisst, haben wir uns für den Kastenwagen entschieden. Unsere ganz individuelle, persönliche Entscheidung. Ja, es gibt Vor- und Nachteile. Man kann auch nicht von gut oder schlecht oder richtig und falsch reden, sondern jeder entscheidet es für sich. Und die Vor- und Nachteile, unserer Meinung nach, die wollen wir uns oder wollen wir euch gleich zeigen. So, kommen wir zu den Vorteilen Kastenwagen. Einmal hat er eine selbsttragende Karosserie, ist auf ein Blechgestell aufgebaut. Das heißt auch, wenn wir mal einen Unfall haben, wenn mal irgendwas passiert, hat man da eigentlich viel mehr Knautschzone und Sicherheit. Dann sollte man sich immer eine Delle reingefahren haben. Die kann man ausbeulen, man hat nicht so schnell Feuchtigkeit im Fahrzeug. Dann hat man natürlich auch noch den Vorteil, dass von drinnen nach draußen oder von draußen nach drinnen man nicht jedes Wort hört, was der Nachbar spricht. Also diese Schalldämpfung ist da eigentlich beim Kastenwagen viel besser als beim Wohnmobil. Des Weiteren haben wir uns gedacht, wir für uns Vorteil Kastenwagen, wir sind auch viel in den Bergen unterwegs und Pässefahrten, enge Straßen, Alltagstauglichkeit allgemein ist natürlich mit dem Kastenwagen, da er schmaler ist und auch nicht so hoch ist, doch besser mit zurechtzukommen als mit dem Wohnmobil. Dann ist natürlich auch noch zu berücksichtigen, dass der Spritverbrauch beim Kastenwagen gegenüber dem Wohnmobil aufgrund allein der Größe und Angriffsfläche, die das Wohnmobil bietet, beim Kastenwagen mindestens 1 bis 1,5 Liter geringer, ist natürlich auch nicht zu verachten. Und wenn man mal unterwegs und autark stehen möchte, ist man nicht so auffällig mit dem Kastenwagen, als wenn ich da mit dem großen Wohnmobil stehe. Natürlich haben wir vom Raumgefühl her ein ganz anderes im Kastenwagen als im Wohnmobil, ist natürlich, fällt da geringer aus, haben wir ja festgestellt. Richtig, genau. Wir haben uns da auch Teilintegrierte angeschaut. Genau, aufgrund der Breite jetzt schon. Diese 10, 20 cm in der Breite, die merkt man natürlich, ganz klar. Aber wo wir dann in diesen Adria reingekommen sind und unser Skyroof gesehen haben, schon ein tolles Raumgefühl, obwohl es ein Kastenwagen ist. Kommt halt viel Licht rein auch. Richtig, genau. Macht natürlich auch unheimlich viel aus, ob ich jetzt hier so ein Ablagefach drunter habe oder ein Skyroof. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, hatten wir schon, aber für uns ist es eigentlich optimal gewesen. Mhm. Und von der Stehhöhe her haben wir auch keine Probleme. Wir haben keine hier. Probleme, genau. Hängt natürlich auch mit der Größe zusammen. Wir sind jetzt nicht mit 1,79, kann ich hier super drin stehen. Ja. Wenn Leute jetzt 1,90 sind, oh, das müsste auch fast noch reichen hier bei dem. Ansonsten haben wir ein H3-Dach. Genau, H3-Dach. Ne? Ja, beim Wohnmobil ist es natürlich so, was die Küche betrifft, da hat man wirklich bei den meisten Wohnmobilen wesentlich mehr Platz. Meistens ist da auch ein 3-Flammen-Kochherd oder Gasherd vorzufinden. Auch die Ablage ist viel geräumiger. Allein schon die Aufbewahrungsmöglichkeiten, Türen, Schränke, viel mehr gegeben. Ja, ich sag mal, die 10, 20 cm in der Breite, die machen sich natürlich bemerkbar. Was auch beim Wohnmobil mir also aufgefallen ist und wahrscheinlich auch bei diesen Temperaturen, wo wir uns jetzt befinden, die Schiebetüre beim Kastenwagen und auch hinten die beiden Hecktüren sind natürlich nicht so isoliert wie der ganze Aufbau beim Wohnmobil. Zieht da schon muss mal man durch. Genau, ne? das zieht wirklich durch. Oder wenn man die Schiebetüre, wie jetzt, wie wir gerade filmen, die ganze Zeit auflässt, geht natürlich die ganze Wärme nach draußen. Das ist natürlich wirklich ein riesiger Vorteil vom Wohnmobil, dass da der ganze Aufbau hinten komplett nur durch eine Türe und eine Eintrittstüre zu erreichen ist. So, und für mich selber, wir haben ja auch, wie gesagt, lange hin und her überlegt, haben uns Wohnmobile angeguckt. Einer unserer Favoriten, möchte ich auch mal direkt dabei sagen, war der Weinsberg Edition Pepper. Der hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch ein Fan bin von großen Heckgaragen und der hat eine ziemlich große gehabt, um auch mal vielleicht einen Motorroller mitzunehmen, ohne Gestank in den Innenraum zu kriegen. War natürlich ein super Vorteil auch vom Wohnmobil. Und natürlich, klar, wenn man irgendwo steht, im Wohnmobil gesamt, ob Dinette, Badezimmer, Bett, da hat man natürlich viel mehr Platz zur Verfügung als beim Kastenwagen. Ja. Und dafür ist man dann halt wieder andersrum, wenn man unterwegs ist mit dem Fahrzeug. Bisschen, nicht mehr ganz so mobil bei engen Kurven, Straßen, Pässefahrten und so weiter und so fort. Wie gesagt, wiegt sich dann alles letztendlich wieder auf. Da muss dann jeder für sich auch entscheiden, was ist für mich persönlich dann wichtiger. Mit dem Platzangebot dann nochmal eine Anekdote. Und zwar, wo wir jetzt im Sommer in Kärnten waren, da hatten wir wirklich 2, 3 Tage
nur Regenwetter. Nur ja. Regen. Wir haben uns dann zwei komplette Tage praktisch nur in Kastenwagen aufgehalten. Zwei Personen okay, aber ich war wirklich froh, dass da nicht nur eine dritte Person mit an Bord war, weil, ja. Aber das ist wirklich alles individuell. Andere sagen, okay, wir können das, wir können damit leben. Ich sag mal, für zwei Personen Kastenwagen super, also für unsere Verhältnisse ja. Top. Ab 2 plus oder auch ja, mit Kind oder mit Kindern, da würde ich mir echt überlegen, ob man da nicht lieber aufs Wohnmobil geht. Eine Sache noch, die wir, also wie gesagt, warum wir uns für den Kastenwagen entschieden haben, dass wir zu Hause bei uns die Möglichkeit haben, den Kastenwagen in der Auffahrt ganzjährig abzustellen. Das heißt, wir mussten jetzt keinen Stellplatz suchen bzw. anmieten. Stimmt. Da kommen keine Gebühren zu. Ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Gebühren, also ich habe mir sagen lassen, dass die mittlerweile wirklich zwischen 50 und 100 Euro pro Monat liegen, wenn man irgendwo einen Stellplatz sich mietet. Und das auch das ganze Jahr, also es ist schon wirklich eine Summe. Und bei uns in der Einfahrt passt halt der Kastenwagen, der passt perfekt rein. Man kann an beiden Seiten noch vorbeigehen, wir kommen also auch noch ins Haus, also kein Problem. Ja, das war also auch noch ausschlaggebend. Und kriegen keinen Ärger mit dem Nachbarn. Genau. Man muss sich, ja. Man muss halt die Vor- und Nachteile herausarbeiten und dann gucken, dass man die richtige Entscheidung für sich trifft. Dann natürlich auch unser Tipp, vielleicht dann wirklich, wenn man sich nicht sicher ist, für ein, zwei Tage oder ein Wochenende oder auch meinetwegen eine Woche mal ein Fahrzeug mieten. Also einen Kastenwagen mieten, das geht mittlerweile auch super. Oder halt ein Wohnmobil, was man sich ausgesucht hat, was in Frage für den Kauf kommt, mieten. Und dann fällt, glaube ich, jedem die Entscheidung leichter. Bei uns war es ja auch nicht immer so, dass wir, ja, wie soll ich sagen, die Lebensverhältnisse ändern sich halt. In jungen Jahren, da hatten wir einen, das ist dein Part. Ja, wir hatten, ja. Hatte, glaube ich, irgendwann schon mal in einer Videoserie das Motorradrennen ja. gefahren habe, Straßenrennen, und da mussten wir natürlich Transportfahrzeug haben, Übernachtung im Fahrerlager, und da haben wir angefangen ja. mit einem T2 VW Bulli. Und danach hatte ich einen Mercedes DB207 Selbstausbau. Und die Bilder von den beiden Fahrzeugen, die blenden wir euch gleich mal kurz ein. Und so haben wir angefangen und sind jetzt, ich glaube, 25 Jahre später ja. wieder beim Kastenwagen gelandet. Hatten zwischendurch über 20 Jahre im Sauerland einen Wohnwagen feststehen. Also den konnte man nicht mehr ziehen. Ein Wohnwagen mit Holzhütte vor. Da waren dann die Kinder auch noch mit. Und das haben wir jetzt aber verkauft zugunsten des Kastenwagens. Weil Sauerland kennen wir jetzt immer auswendig. Genau. Ja, und manchmal, da trifft man auch vielleicht falsche oder ja, falsche Entscheidungen jetzt nicht. Aber wenn ich nochmal entscheiden würde, den T2, den hätte ich damals nicht verkauft. Also den hätte ich wirklich nicht. Nee, den hätten wir behalten sollen als also wenn wir den heute Oldtimer-History. Hätten, ja, genau. Mit dem Bullauge, der hat ein schönes Bullauge an der Seite. Richtig, genau, der war so klasse gewesen. Also ich weiß nicht. Ich damit wären wir heute ganz weit vorne. Richtig, und mit dem mexikanischen Bodeneintopf. Kenner wissen, was ich meine. damit auch. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, Daumen hoch, und wir sehen uns am ersten Wochenende auf der CMT in Stuttgart. Bis dann!